Herzlich willkommen zurück zu Anno 2205. So, wir haben jetzt noch rund 6 Minuten Zeit, bis da ein bisschen die Mission weitergehen. Ich würde fast sagen, dass ich erstmal gucke, hier so ein bisschen noch aufzustocken. Wenigstens ein bisschen. Dass wir uns da so ein bisschen, was die Credits angehen, noch so ein bisschen, absichern können. Obwohl, ich glaube, so wirklich Probleme haben wir nicht, aber naja. Man kann ja nie genug haben. So, dann können die hier weg. Eventuell? Ich überlege jetzt gerade. Oh, hallo. Denen fehlt ein bisschen Geheimhaltung. Ja, 500 Strom. Space Shuttle dockt an. Definitiv zu wenig Strom. Ha. Ja, viel zu wenig. Wir könnten eigentlich mal wieder ein kleines Upgrade vollführen. Weiß ich, dass wir vielleicht mal wieder so 15.000 Strom oder so über haben. Ja. Das sieht schlecht aus hier. Transferroute ineffizient. Ursache? Ja. Fehlende Waren. Ich hab's mir fast gedacht. Drei Fusionsenergiezellen. Das sollte erstmal, 8.700. Damit kommen wir aber erstmal, denke ich, ein bisschen aus. So. Das dürfte, denke ich, nicht das Problem sein. Da haben wir jetzt noch 3 Minuten. Ich habe die Stellung gehalten. Jetzt ist es Zeit für die Wache. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, warum nur die Tundra immer so ewig lädt. Also, das ist mir echt ein Rätsel. Naja, egal. Machen wir uns keinen Kopf drum. So. Transferroute ineffizient. So, Ursache? Was fehlt uns? Fehlende Waren. 897. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. Ja, ist ja schon mal ein Unterschied. Warnung, Energienetz überladen. Ich weiß. Ja, und schon brauchen wir erstmal 1700 Strom.
Ja, das habe ich mir nämlich fast gedacht. Transferoptionen werden aktualisiert. So, wie lange haben wir da noch? Minute 20. Boah, 542 noch. Wie viel deckt denn ein so ein Klunker hier ab? 100 oder was? 150 oder? Plus 10 nur. Hm. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. Das ist mir auch so ein Dorn im Auge, das Teil. Ich weiß auch nicht. Schade eigentlich. Gut. Alles bereit zum Hochfahren. Wollen wir hoffen, dass es gut läuft. Das Team ist evakuiert, also legen Sie den Schalter um, sobald Sie bereit sind. Ach ja, keine Baubots. Warum war mir das wieder so klar? Ich habe die Route geprüft. Die Lieferungen sollten bald eintreffen. Transferroute nimmt Betrieb auf. Du hattest genug Gelegenheiten, dich uns anzuschließen. Och nö, Junge. Da du es nicht getan hast, musst du jetzt bezahlen. Mhm. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Transferroute ineffizient. Ursache? Was geht der Strolch mir auf den Keks? Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. Transferoptionen werden aktualisiert. Kann da nicht eigentlich irgendwie nochmal ein Upgrade kommen, dass man das wieder ausmachen kann? Das ist ja nervig. So, wo fehlt noch? Na, hier oben. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. So. Ach, deine Mitte oder was? Nee. Da fehlt doch irgendwo noch. Naja, hier. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. Ja, mein Gott, so viel brauchen wir doch eh nicht. Arbeiter haben wir genug hier. So. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Gleich ist der ganze Strom wieder flöten. Transferroute wird überarbeitet. Ja, wehe, das lohnt sich nicht, ey. 27, ne? Komm, das muss doch möglich sein. Thank you.
Ja, super. Aha. Mittendrinne. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. Jetzt sind sie aber das hier. Weltraumprogramm, bitte. Rundum versorgt, würde ich mal sagen. Transferroute ineffizient.